Die Debatte um die Zukunft der insolventen Fluglinie Air Berlin zieht weiter ihre Kreise. Nun hat sich Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD eingeschaltet. Nach einem Gespräch mit Arbeitnehmervertretern und der Berliner Senatorin für Wirtschaft sprach er sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen aus. Wer an der Airline oder an Teilen des Unternehmens interessiert sei, dürfe die 3000 Beschäftigten allein am Standort Berlin nicht vergessen. Aber egal wer es ist, ob EasyJet oder Lufthansa oder ein Dritter oder Vierter, der vielleicht auch noch dazukommt, allen muss bewusst sein, die Arbeitnehmer spielen eine entscheidende Rolle. Und sie spielen auch an diesem Standort für uns eine entscheidende Rolle. Wir wollen möglichst viele Arbeitsplätze in Berlin erhalten und zwar auch am Boden möglichst viele Arbeitsplätze in Berlin erhalten und ich sage noch zusätzlich zu guten Bedingungen. Es gibt ja auch die einen oder anderen, die sagen, naja, Job ist Job. Nee. Job ist nicht gleich Job, sondern es kommt auch darauf an, wie ist die tarifliche Situation, wie werden alte Ansprüche berücksichtigt, wie geht man mit Arbeitnehmern um, die vielleicht nicht sofort irgendwo anders auch eine Perspektive haben. Alles das spielt mit einer Rolle. Die Hauptstadt habe grundsätzlich ein Interesse daran, dass es den Botschafter Berlins auch weiterhin gebe, so Müller. Die Arbeitnehmer der Fluglinie befürchten nach der Insolvenz vor allem Nachteile für Beschäftigte außerhalb des Flugbetriebs. Wolfgang Fleischer ist stellvertretender Betriebsratschef der Air Berlin Technik. Für uns als Arbeitnehmervertreter geht es eigentlich erstmal grundsätzlich um bodenständige Sachen, dass die Mitarbeiter sozusagen eine Perspektive kriegen, in welchem Anbieter oder wie auch immer das Verfahren denn weiterläuft. Und ich kann es nur sagen, aus der Technik, ohne Technik geht erstmal gar nichts. Das sollte man sich gut hinter die Ohren schreiben und dann werden wir sehen, wie weit die nächsten Wochen hier für die Berlin bzw. gerade für die Kollegen in der Verwaltung und am Boden Ergebnisse bringen. Air Berlin sammelt noch bis Mitte September Offerten für eine teilweise oder ganze Übernahme. Die Airline wolle den Investorenprozess zügig abschließen, erklärte ein Unternehmenssprecher. Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa hat bereits öffentlich ihr Interesse bekundet, große Teile von Air Berlin zu übernehmen.